einen zauberhaften guten Morgen aus unserer energetischen Praxis in Luxemburg. Wir haben heute einen unserer Lieblingspatienten hier, nämlich den Leland. Der Leland, könnt ihr ihn gut sehen, der Leland ist nämlich hier. Der Leland ist ein wunderbarer Staffordshire Terrier im besten Alter und das ist sein Frauchen. Ja, das ist die Mama vom Leland. Und die Mama vom Leland, die hat eine schwierige Zeit im Moment mit ihm durch. Ne? Ja. Und ja, da will sie jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Was ist denn passiert? Ja, der Leland, der hatte schon immer an der Schnauze so einen Ansatz von, ich sag jetzt mal Tumor. Tumor hört sich immer blöd an, denkt jeder ist Krebs, muss kein Krebs sein. Also ein Tumor ist einfach nur eine Geschwulst. Und vorne an der Schnauze direkt unter der Nase. Und im Februar, da war er bei der Tierärztin, weil er leider Gottes auch eine bösartige Geschwulst hier am Hals gehabt hat. Die ist rausoperiert worden und dann hat die Tierärztin sich die Geschwulst vorne an der Schnauze angeguckt und hat gesagt, das ist inoperabel, weil die Stelle so blöd ist. Hat dann auch eine Biopsie gemacht. Ich wollte das Ergebnis nicht wissen, weil wenn es Krebs wäre, habe ich mir gedacht, dann kriege ich Angst, dann schicke ich da unglaublich viel negative Energie rein, muss nicht sein. Und ich tue jetzt einfach mal so, weil er das schon so lange hat, als wenn das eine Fettgeschwulst wäre. Ja, leider Gottes ist es dann größer geworden. Und zwar ziemlich viel größer. Und im September ist es dann vorne durch die Haut durchgebrochen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir behandeln das jetzt mit dem Papimi. Und dann wurde es auch ein bisschen besser, aber noch nicht, kein Durchbruch, sage ich jetzt mal. Durchbruch im Sinne von Erfolg. Und ich hatte Angst, dass der Hund sich die Schnauze entzündet, weil der schnuppert ja natürlich jeden Tag, überall. Und ja, und dann hat die Sarah, die hat dann den von Energy, den Stream, bekommen zur Probe und hat gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir angefangen, dreimal täglich, 12 Minuten, und man konnte zusehen, wie die Wunde wieder zuwächst. Unglaublich. Nach einer Woche habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir den Stream selber, weil zum einen, wenn der Leland irgendwie was hat, dann kann ich den gut damit behandeln, weil das ist eine schmerzfreie Behandlung. Und zum anderen, falls ich mal irgendwie was habe, ist das natürlich auch gut für mich. Denn der Leland, der ist mir vor 2 Jahren mal gegen den Fuß gerannt und da hatte ich eine Prellung mit einer dicken Beule. Und wenn ich da den Stream gehabt hätte, wäre es schneller geheilt. Aber ging auch so gut, nicht, Schatzi? Ja, super. Ja. Oder? Das ist doch mal ein Erfolgserlebnis, also, genau. Also der Stream, der ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist, wie gesagt, schmerzfrei. Aber man muss am Ball bleiben. Wir machen es heute auch noch. Die Schnauze ist zwar zugeheilt, aber ich mache es einmal täglich. Und der Leland, der schläft bei der Behandlung. Das macht ihm überhaupt nichts. Manchmal, wenn er wach ist, dann denkt er auch, Frauchen, nimm das Ding weg. Aber da muss man sich dann durchsetzen. Und gerade bei Steffis, die sind ja stur. Aber kein Ehrlich? Thema. Aber sagt, das Wasser hast du auch vitalisiert? Ja, ja, genau. Ich habe ja von Arktisquelle habe ich mir auch das Gerät gekauft, weil ich habe mir gesagt, da sind so viele Sachen drin, die der Leland und ich nicht brauchen im Leitungswasser. Und der Leland säuft mittlerweile kein anderes Wasser mehr. Früher, da ist er an jeden Bach und hat da gesoffen, das macht er nicht mehr. Der säuft nur noch das Wasser von Arktisquelle, und dann haben wir dann mit dem Stream das Wasser auch nochmal energetisiert. Habe ich also jedes Mal, wenn ich Wasser gezapft habe, habe ich dann, also ich habe einen Vorrat gezapft, damit ich das nicht zu oft machen muss. Ich bin sparsam. Ja, das bist du. Und ja, und dann habe ich das dann auch, das Wasser auch energetisiert. Und der Leland, wie gesagt, der liebt das Wasser und ich weiß nicht, ob es zusätzlich was ausgemacht hat, aber ich gehe mal davon aus, ja. Es ist immer eine ganze Komponente, also eine große Sammlung von verschiedenen Dingen, die man tun kann. Ja, ganzheitlich eben. Ganzheitlich, genau. Und das ist eben wichtig. Und ja, was der Leland so gemacht hat, seine ganze Genesungsgeschichte und so weiter, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei.